Das Wetter spielte beim Nikolausumzug in Haltern dieses Mal nicht mit. Der Dauerregen verlangte den Teilnehmern Geduld und Stehvermögen ab. Sie waren froh, dass die Nikolausfeier nicht draußen, sondern zum zweiten Mal in der St. Sixtus-Kirche stattfand. Während der Nikolaus dort erwartet wurde, probten die Kinder zusammen mit Kantor Thomas Drees Nikolauslieder ein. Naja, wir sind ja in die Kirche gegangen, dadurch, dass wir im letzten Jahr ja die Schlittschuhbahn gekriegt haben. Dadurch bestand keine Möglichkeit mehr mit der Bühne, sie aufzustellen auf dem Marktplatz, weil das platztechnisch nicht mehr ging. Und so ist eigentlich aus der Not die Überlegung gekommen, in die Kirche zu gehen. Und ich finde, es ist die beste Idee, die wir in den letzten Jahren hatten. Also wir sind ja vom See gekommen und am See hat es ordentlich geschüttet. Und das wurde, je weiter wir in die Stadt kamen, ein bisschen weniger. Aber es war natürlich für die Leute ganz schön, dass sie sich in der Kirche halt einfach aufhalten konnten und vor dem Wetter halt schützen konnten. Schließlich traf der Nikolaus und seine Ruprechte vorne in der vollbesetzten Sixtuskirche ein. Viele Eltern mit ihren Kindern hatten sich bereits in der Kirche eingefunden. Stellvertretende Bürgermeisterin Hiltrud Schlierkamp begrüßte die Anwesenden. Ja, der Nikolaus wird gleich mit seinen Eltern den Kuchen verteilen. Aber vorher möchte ich mit euch nochmal schöne Vorbereitungen für die Weihnachtsbäckerei besuchen. Wollen wir nochmal zusammen anstippen, ja? Musikalisch wurde die Veranstaltung am Klavier begleitet. Das Nikolauslied und die Weihnachtsbäckerei sorgten für die passende Stimmung bei der Feier. Sehr zur Freude von St. Nikolaus und seinen Knechten. War heute zwar ein mieses Wetter, regnerisch, aber ich war erstaunt, wie viele Kinder doch zum See gekommen sind. Diese Traditionsveranstaltung hier in Haltern finde ich ganz, ganz toll. Und dann ging es ja zu Pferde bis in die Stadt rein. Und wie Sie sehen, hier in der Kirche ein großer Auflauf. Die Kinder sind begeistert. Und wir haben die Vorweihnachtszeit angekündigt. Freuen uns alle auf Weihnachten. Und die Kinder haben mir alle versprochen, sie sind ganz lieb. Im Großen und Ganzen sind die Kinder alle lieb. Man sieht es ja, die Kirche ist voll. Sie kommen gerne zu uns. Wir müssen kaum einschreiten. Obwohl manche, wir wollen auch schon welche mitnehmen, wenn es gar nicht geht. Aber zur Zeit sieht es eigentlich gut aus, jeder bekommt seine Tüte und wir brauchten eigentlich noch nicht einschreiten. Nach der Feier begann die Tütenverteilung. Der Nikolaus und seine Helfer hatten alle Hände voll zu tun, denn sie mussten 800 Tüten ausgeben. Und dann haben wir ja vorhin gesehen, wie sie schön gesungen haben, alle zusammen und die Kinder auch nochmal mit. Und danach verteilen wir unsere Nikolaustüten immer. Da haben wir heute 800 Stück von verteilt und restlos ausverkauft heute. Schon nach kurzer Zeit hatten die Kinder ihre Tüte bekommen, der Nikolaus und seine Knechte waren zufrieden. Nachfolgend wollten der Nikolaus und seine Helfer noch weitere Besuche, zum Beispiel bei alten und kranken Bürgern in Haltern, durchführen.